Ja, Freunde, was wird heute noch am Deadline Day passieren? Antoine Griezmann war so eine Geschichte oder ist eine Geschichte, die gerade sehr kurios ist. Denn Griezmann spielt bei Atletico Madrid fast keine Rolle mehr. Er wird immer nur spät eingewechselt, zweimal zum Beispiel in der 62. Minute und einmal in der 64. Minute. Und viele fragen sich, was ist da los? Ist das sportlich so schlecht? Nein, es gibt wahrscheinlich einen anderen Grund, eine andere Klausel. Und die besagt, dass die Kaufoption, die Atletico hat, also er ist immer noch ausgeliehen von Barca an Atletico. Und wenn er über 50% der Spiele spielt, dann wird er quasi oder dann muss er gekauft werden. Jetzt ist es so, dass er ein Spiel wirklich spielt. Das bedeutet, dass er entweder in der Startelf steht oder vor der 60. Minute eingewechselt wird. Und deswegen, wahrscheinlich, kann man es auch nicht anders erklären, wechseln sie die ganze Zeit nach der 60. Minute erst ein. Wegen dieser Klausel, weil sie ihn nicht kaufen wollen und vielleicht auch nicht können, weil es eben, Probleme gibt, was die Finanzen angeht, auch bei Atletico Madrid. Und er verdient bei Barca wohl 23 Millionen netto. Ja, wir kennen ja alle, Barca schüttet die Spieler mit Geld zu. Riesenproblem auch gewesen. Deswegen gab es oder gibt es einige Interessenten, unter anderem zum Beispiel der FC Arsenal soll genannt worden sein. Ich habe bisher aber noch nichts mitbekommen, dass er wechseln wird. Aber das ist ziemlich kurios. Also es kann sein, dass wirklich Atletico ihn die ganze Saison nur so einsetzt. Das wäre für ihn sehr schlimm, weil er will ja auch bei der Weltmeisterschaft spielen. Und Frankreich hat ja ein Überangebot an Topspielern in der Offensive. Eure Meinung in die Kommentare, Freunde. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.